Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, warum können wir alle hier sitzen, auch diejenigen, die die Demokratie und die Erinnerungskultur nicht wirklich schätzen? Wir können hier alle sitzen, weil wir die Gnade der Demokratie unverdient vor Jahrzehnten geschenkt bekommen haben. Wir können hier sitzen, weil wir die Gnade der Erinnerung erfahren dürfen und weil wir die Gnade der Versöhnung erfahren durften, vor wenigen Tagen noch hier durch Anita Lasker-Wallfisch. Deswegen dürfen wir alle hier sitzen. Ich wünschte, es müsste diese heutige Aktuelle Stunde nicht geben. Ich wünschte, wir müssten nicht auf die abermaligen Provokationen reagieren, denn das ist ja letztlich gewünscht, aber es geht nicht anders, wir müssen reagieren. Wenn vom Denkmal der Schande die Rede ist, wie ich eben hörte, vom Schuldkomplex, Schuldkult, in dem Programm der AfD von einer Verengung der Erinnerungskultur auf den Nationalsozialismus, dann ist das, was an die Wand gemalt wird, ein Gehirngespinst, eine Phantasmagorie. Es gibt es nicht. Dieser Schuldkult existiert nicht. Und nicht nur, weil das der gesunde Menschenverstand uns allen sagt. Schauen Sie alle bitte mal in eine jüngst erschienene Studie der Stiftung EVZ zusammen mit der Uni Bielefeld. Und dort steht es. Weit über 80% der Menschen erachten Geschichtsunterricht als wichtig, als Mahnung vor einer Wiederholung des Nationalsozialismus. Aber fast niemand empfindet persönliche Schuld oder empfindet gar ein Schuldkomplex oder ein Schuldkult. Nein, das ist alles eine Fata Morgana der AfD. Und wenn wir das alles erleben, dann ist das, glaube ich, letztlich auch gar kein Angriff auf konkrete Stolpersteine oder konkrete Denkmäler. Nein, es ist ein Angriff auf das Mahnmal des Denkens und des Fühlens in uns selbst. Das ist der Angriff der Rechtspopulisten, das Mahnmal des Denkens und Fühlens in uns selbst, von den Weizsäcker damals gesprochen hat. Es ist ein Kampf um die angebliche deutsche Identität, der dort begonnen wird. Es gibt von im Berliner Peter Fox, ein sehr ironischer, augenzwinkernder Mensch, ein Liedtitel, der lautet ungefähr so: Ich bin die Abrissbirne der deutschen Szene. Da die AfD-Fraktion ja dafür bekannt ist, Augenzwinkern, Humor und Ironie frei zu sein, kann man hier auch ohne Sorge sagen, dass Sie eines sind: Sie sind die Abrissbirne der deutschen Seele. Und Sie sind es in beiden Punkten. Ihr Deutschsein, das Sie uns verkaufen, ist eine Karikatur, ist eine Fratze des Deutschseins. Und man kann Ihnen viel unterstellen und viel vorwerfen, aber dass Ihre Politik und Sie selbst Seele hätten, diesen Vorwurf kann man Ihnen wirklich nicht machen. Ich habe verstanden, dass es Ihnen um so etwas wie positive, identitätsbildende Aspekte geht, die Sie suchen. Aber machen Sie sich doch auf die Suche. Suchen Sie doch nach der deutschen Familie, dem deutschen Wald, der deutschen Literatur, den deutschen Bäumen und Stammbäumen. Und siehe, Sie werden fündig werden und Sie werden sehen, nichts ist rein. Überall ist Mischung, Transfer von Kulturen. Alles hängt miteinander zusammen. Das werden Sie finden, nichts anderes. Und wenn dann, und hinten sitzt er, einer von uns Abgeordneten hier, Cem Özdemir, nur weil er Özdemir heißt und nicht Jünger oder Hindenburg, auf einer Veranstaltung der AfD verhetzt wird und die Meute ruft Abschiebung, dann sind wir alle Abgeordneten, aufgefordert, lauthals aufzustehen und an seiner Seite zu stehen. Und ich selber rufe dieser Meute zu in dem Saal: Ich bitte um die Ehre, von euch abgeschoben werden zu dürfen. Das wäre mir eine große Ehre. Nein, das Land nicht denen überlassen. Das werden wir nie machen. Wenn das nun mal so ist, erinnere ich daran, dass hier vor wenigen Tagen Anita Lasker-Wallfisch gesprochen hat. Und ich kontrastiere ihre Worte mit dem, was auch in diesem Raum zu hören war.
Nämlich, dass dort die Rede war von, ich zitiere, Kameltreibern. Und es ist unser aller Aufgabe, an der Seite dieser türkischen und muslimischen Einwanderer zu stehen, die in diesem Moment diffamiert und verhöhnt wurden. Es ist unsere Aufgabe, für sie und mit ihnen unsere Stimme zu erheben. Herr Kollege, kommen Sie zum letzten Satz, bitte. Sie sind nämlich genauso Teil, inzwischen Teil unserer Erinnerungskultur, und Sie sind Teil unserer Geschichte und sind Teil von uns. Und wenn Sie angegriffen werden und wenn auch diejenigen, die verfolgt wurden, angegriffen werden, so werden wir angegriffen. Sie haben es nicht verstanden. Herr Kollege, bitte. Aber das Geheimnis der Erlösung ist die Erinnerung. Vielleicht nehmen Sie sich das mal zu Gedenken. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lind. Und wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, Herr Kollege Gauland, ich finde es schön, dass auch Sie diese Rede bemerkenswert fanden. Als nächster Redner für die AfD, der Kollege Martin Renner, das ist seine erste Parlamentsrede.